spotted. Das sind die gefallenen Reiche. Und die Anbinden? Synthetische Wesen. Bildschirm deaktivieren. Löse dein metallisches Fleisch auf. Aber null Systeme zurzeit, also... ist wohl nichts da. Ich baue das Geblinke nicht mehr hier auf der Übersichtskarte. So, jetzt erzählen wir mal, wodurch wir unser Konstruktionsschiff verloren haben. Ach, die kommen rein und die haben erstmal direkt das Konstruktionsschiff angeschossen. Das haben wir ja auch gern. Und noch besser ist, dass die Flotte an unserer Flotte einfach vorbeigeflogen ist. Boah, ich krieg nie mein Kackding aufgebaut. Special Project complete. Aggressor soldiers landing. Colony successfully defended. Du. Construction complete. Ich finde auch jede Übersichtskarte ist scheiße. Also nahezu jede ist wirklich echt kacke. Aggressors spotted. Warum die Verteidigungstruppen, die 11,61 Schaden machen? Sind fast wirklich so stark wie Xenomorph-Armeen. Sind stinknormale Verteidigungsarmeen, die die haben, ohne irgendwelche Zusatzgebäude oder sonst was. Klar, die haben ein Bollwerk, eine Festung. Construction complete. Ach, sind schon Teile vom anderen erweckten Reich, weil die hier durch das natürliche Wurmloch kommen. Ja, so haben wir das ja gerne. Aggressor colony emancipated. Wir werden einen Weg finden. Dunkle Materie zuführen, weil wir einfach geil sind. Wodurch wahrscheinlich die Energie nochmal hochgezogen wird. Thank you.
Special project complete. Enigmatischer Kodierer, neue Technologie. Kodierer und Dekodierer. Und einen Haufen Forschung bekommen. 5000. Ach, dunkle Materie hat doch nichts mit schwarzen Löchern zu tun. Dunkle Materie ist einfach nur so, weil dunkle Materie nicht gesehen werden kann und nicht entdeckt wurde bis jetzt. Ich dachte, weil sie dunkel ist. Nein. Es hat, es hat keinen Dunkelzustand. Construction complete. Ist auch egal. Dunkle Materie ist cool. Pro dunkle Materie. Yeah. Everybody know it. Aggressors spotted. Dunkle Materie ist der geile Scheiß, der das Universum zusammenhält. Yeah, yeah, yeah. Danke für die Bits. Nein, dunkle Materie ist nicht die helle Materie von morgen. Boah, ist... Was für ein kranker Scheiß. Das Tolle am totalen Krieg ist, dass du alles einnimmst sofort. Construction complete. Warum fehlen für die... Ach so, Einfluss fehlt. Ja, weil ich die Baustelle auch mehrfach gemacht habe. Ich habe einen verpassten WhatsApp-Anruf. Was soll das denn sein? Oh, kann ja nicht sein. Ship taking damage. Ohne. Wieso? Wo will es hin? Ich habe ja den. Complete. Ich habe ja den Anfang des Baus erst dreimal gehabt. Gefühlt. Ich habe Haufen Bioreaktoren gebaut und habe dadurch gar nichts gehabt. Der Wille zur Macht, monatlicher Einfluss plus 5. Megastrukturen schneller. Mein Gott, Baugeschwindigkeit auf Planeten erhöht.
Dann können wir ein bisschen zurückgehen beim Einkauf von Mineralien. Wenn wir so viel mehr jetzt produzieren. Ja, nochmal danke für die anderen Bits. Tja, bin ich ein großer Assimilator geworden. Also irgendwie... Oh, angeblich gibt es ein Dimensionsportal irgendwo. Ah, da kommen die Anbinden. Sind genau in das Gebiet von... Also genau zwischen den beiden erweckten Reichen sind die drin. Aggressor Soldiers landing. Aggressors spotted. Alles okay, ist eh am Arsch der Welt. Früher war eigentlich viel besser mit der Flottenhaltung, dass wenn die auf aggressiv war, ist die auch zu den Planeten gegangen und hat die bombardiert. Das haben die irgendwann rausgenommen, dass die aggressive Haltung nicht mehr automatisch das Bombardement auslöst über Planeten. Dabei war es so angenehm, du konntest nämlich auf aggressiv einfach ins System reingehen, die haben die Planeten bombardiert automatisch und hast dann deine Truppen irgendwann geholt. Nein, das war zu einfach. Planetary invasion begun. Aggressors spotted. Die Endgame-Krise sind die Anbinden. Die breiten sich hier oben an der Seite schon aus. Aber eigentlich haben wir immer noch das, dass beide Reiche. Wie heißt es? Dass die beiden gefallenen Reiche erwacht sind und nerven. Tja, Megastruktur abgeschlossen. Da fehlen noch 23 Einfluss. Research complete. Aggressors spotted. Aggressor colony emancipated. Hand
handshake protocols activated. Planetary invasion begun. Aggressors spotted. Da ist mein Legierungslager wieder voll. Stellaris ist ein geiles Spiel, aber ich ende im Kalten Krieg. Wie ist das möglich? Du kannst eigentlich zum Ende immer nur im Krieg landen. Aggressor Colony emancipated. Allein schon Endzeitkrise und so weiter zwingt dich ja in den Krieg. So sind ja auch nur die zwei Welten. Construction complete. Research complete. Construction complete. Ah, baue ich noch einen Stadtdistrikt. Construction complete. Kein Bewohner, aber ich muss auch. Ah, stimmt ja, ich muss halt die in der Montagefabrik einfach nur abziehen. Construction complete. Aber ich sehe schon, wir haben 2 Uhr. Ich müsste eigentlich jetzt gleich mal Feierabend machen, weil ich in 8 Stunden zum Frühstück eingeladen bin. Construction complete. Unglaublich. Bei dem Wetter macht man auch mal ein paar freundliche Termine mit freundlichen Menschen. Mit lieben Menschen, dem man einfach mal Hallo sagen will. Hallo, ich bin wieder weg. Und ich habe einfach auch vergessen einzukaufen übrigens. Weil ich habe vergessen, dass morgen Feiertag ist. Das Ende ist nah. Planetary invasion begun. Construction complete. So, da haben wir die 300 wieder. Also Einfluss. Und jetzt bitte baut das Ding zu Ende. Wir machen auch architektonische Renaissance. Damit wir noch schneller Megastrukturen bauen können. So, und ihr passt schön auf, dass da keiner durchs Tor kommt. Beziehungsweise keiner das System wechselt und uns hier auf die Eier geht. Construction complete.
Aggressor colony emancipated. Construction complete. Ah. So können wir den Zugriff noch verändern. Wenn wir die Sektorhauptstadt verlegen. Das habe ich bis jetzt auch noch nicht gemacht. In 8 Stunden zum Frühstück. Um die Zeit denken die meisten Menschen langsam über Feierabend nach. Um 10 Uhr morgens denken Leute über Feierabend nach. Meine Irritation ist definitiv berechtigt. Construction complete. Obwohl, natürlich, du könntest über Feierabend nachdenken, wenn du Nachtschicht hattest. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Na, wenn man ab 6 im Büro sitzt, fängt man spätestens dann an zu träumen. Ja, da ist ja schon die ersten 4 Stunden hinter dir. Verdammt. Ich habe gerade irgendwas unterm Tisch hochgeschoben. Construction complete. Construction complete. Construction complete. So, theoretisch kann ich jetzt sogar mit genug Einfluss eine weitere Dyson-Fähre bauen. Construction complete. Aggressor colony emancipated. Construction complete. Construction complete. Na? Oh, das dämliche Safen. Ich bin noch gar nicht müde. Ich will noch gar nicht ins Bett. Verdammte Hacke. Construction complete. Ich will noch ein bisschen das Weltall kaputt machen. Erobern. Construction complete. Das ist das falsche Spiel für morgens früh raus. Da muss ich dir recht geben. Genauso wie Civilization und alles andere in die Richtung. Aggressor colony emancipated. So, dann müssen mich die Robotiker nur raus. Hier auch. Dann wächst die Kolonie nicht mehr. Da haben wir es schon gemacht. Generell, wenn du eine synthetische KI wärst,
Du gehst nicht in eine Fabrik und baust deine anderen Leute. Die KI wird sich automatisch replizieren. Construction complete. Ohne dass du in irgendeinem Fabrikgebäude bist. Das finde ich ein bisschen Nonsens hier. Construction complete. Planetary invasion begun. Construction complete. Construction complete. Du hast noch nie eine Dyson-Fähre gesehen, das tut mir sehr leid. Es wird auch noch 8000 Jahre dauern, bis wir eine gebaut haben. Vor allem, weil ich erstmal den... Also einen Stern finden muss, der, ja, der richtige ist dafür. Aggressor colony emancipated. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Stufen wir den herab und den behalten wir. Tja, und die Anbinden breiten sich immer weiter aus. Und die Föderationsflotte bläht sich immer weiter auf. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Warum, es sind nur Korvetten drin. 279 Korvetten mit 85.000 Kampfstärke schon. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Auch die Krise, ey. Die verbrauchen ohne Ende seltene Kristalle, aber sehen auch nicht ein, welche zu bauen, neue. Construction complete. Okay, ohne Ende ist vielleicht übertrieben, aber man weiß, was ich meine. Ah, die wollen gerade durch das Loch abhauen. Construction complete. Das schaffen die nicht mehr. Freuen nämlich die auseinander. Durch das Wurmloch natürlich, nicht durch irgendein Loch. Research complete. Construction complete. Aggressors spotted. Aggressors spotted.
Ja, da haben die auch schon drei Systeme verloren an die Anbinden. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Ich bin so froh, wenn ich keine Mineralien mehr einkaufen muss, wenn endlich dieser schwarze Lochsauger fertig ist. So, ihr bleibt da oben mit den 59.000. Bubbles geht den Piraten treten. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Construction complete. Aggressors spotted. Stopp. Achso, da kommt nur eine kleine Flotte durch. Complete. Nee, dann ist ja gut. Construction complete. Construction complete. So, erste Stufe 758 Materie können wir aus dem schwarzen Loch ziehen. Construction complete. Aber trotzdem 1800 Tage. Construction complete. Hast du nicht diese Ordo-Malus-Ding aus dem Apokalypse? Das Apokalypse-DLC ist totaler Unsinn gewesen. Es macht null Sinn, Planeten zu zerstören. Construction complete. Mit den Kolossen. Der einzige praktische war die Titanen-Klasse. Und das ist ja nicht mal der Inhalt des Apokalypse-DLC gewesen. Ich glaube, das Spiel... Ah ne, er speichert. Construction complete. Construction complete. An alien federation has formed. It's good to see them make friends among themselves. Nein! Bubbles! Oh, Bubbles ist geflohen. Warum sind die Piraten so stark in dem Sektor? Und warum ist Bubbles so schwach in dem Sektor? Ach, ich will meine eigene Flotte dafür nicht nehmen. Bin ich wieder minus bei den Energiesachen, weil ich jetzt durch den Verkauf von den ganzen Konsumgütern alles kaputt gemacht habe. Construction complete. Ach, wir wissen, wo es hinführt. Hm, extradimensionale Armada. 78.000, 52.000, das geht aber noch. Wenn ich meine Flotten zusammentue, sind wir stärker. Construction complete. Das ist immer so eine Geschmacksfrage, ne? Ob Gigakanone oder Archenemitter. Aber warum wollen die jetzt immer... Ach, wahrscheinlich, weil wir gar nicht die Energie verbrauchen können vom dunklen Materieerzeuger.
Nee, eine Dyson-Fähre baue ich noch nicht. Weil mir der Einfluss fehlt. Ich habe nicht genug Einfluss, eine Dyson-Fähre, also zu Beginn. Ich baue den Materialsauger. Construction complete. So, aber gleich können wir eine Ambition wieder freischalten. Dann machen wir einfach Wille zur Macht. Dann haben wir plus 5 monatliche Einigkeit. Ancient Relics ist das letzte Story-DLC. Das ist korrekt. Also Add-on ist vielleicht übertrieben. Es führt halt Relikte ein. Ist jetzt... Kann man mal machen. Und was übrigens auch geil für das Spiel wäre... ist, dass du bei der Armeeflotte direkt angeben kannst, okay, rekrutiere Truppen aus der Umgebung und knall die hier rein. Anstatt, dass du jedes Mal auf den Planeten gehen musst, unter Armee oder unter Rekrutierung. Keine Sorge, ich hole euch neue Mineralien. Construction complete. Construction complete. Ach, der Preis ist so scheiße inzwischen. Construction complete. Plus 9000 Energie. Theoretisch. Durch monatliche Handel 3900 am Bezahlen. Nur durch die Einkäufe von Mineralien. Deshalb, das muss weg. Ich muss das. Brauche Mineralien. Construction complete. Welcher Bug mit den Flotten? Also wenn man 5 Schiffe von einer Flotte in eine neue Flotte überführt, warum sollte man sowas machen? Man kann auch eher alles über einen Flottmanager machen. Und das kann ich übrigens nicht sagen, weil mein Flottmanager nur spinnt wegen den ganzen Föderationsflotten, die ich jetzt... die sich jetzt also beziehungsweise gebildet haben zwischendurch. Und deshalb habe ich den Schiffsdesigner beziehungsweise den Flottmanager voll mit leeren Flotten. Das kommt nicht von der Schiffsüberführung. Das waren alles mal Föderationsflotten, die sich irgendwie gebildet haben. Und das ist echt ätzend. Egal, es ist irgendwo da unten drauf geschissen.
Gibt schlimmere Bugs. Bestimmt irgendwo. Construction complete. Construction complete. Ah, nicht Hangar, Anker. Ja, aber die meines Erachtens kommen die durch meine Föderationsflotten. Also da gab es zwischendurch mal Probleme, dass die immer wieder geflohen sind und dadurch haben sich zig neue Flotten gebildet, die dann halt natürlich auf Null sind, weil vorher war ein Schiff drin. Also alles Blödsinn. So, kicken wir mal das erweckte Reich hier raus. So, die Piratenstation ist auch weg. Kann die Föderationsflotte Flotte missbrauchen. Das sind jetzt 106.000 schon. Entschuldigung. So, Ambition, der Wille zu Macht. Juhu, plus 43. Da habe ich drauf geachtet. Wie stark die Station ist. Na komm, knallt sie kaputt. Das wäre eine reine Verteidigungsstation gewesen. Construction complete. Ihr könnt das da mal erledigen und dann könnt ihr da stehen bleiben.
Construction complete. Oh, immer noch 1100 Tage. Ich habe durch meine Verkäufe die Preise schon so schlimm gedrückt hier. Construction complete. Okay, bei Sektoren habe ich schon auf 100 reduziert. Mit dem geteilten Lager, das dann ja, nicht mehr reinkommt, ist halt nichts da. Building ruined. Construction complete. Construction complete. Oh, weil ich das mit der Föderationsflotte erobert habe, gehört das jetzt der Nah-Konsumer, was auch immer. Construction complete. Gruppe. Research complete. Tja. Aber egal, ihr verteidigt das Wurmloch hier bitte. Construction complete. Und ihr geht weiter. Construction complete. Ach, da ganz oben links immer noch. Da interessiert mich nicht, was mit den Welten passiert. Research complete. Colony successfully defended. Bergbaustation. Ships upgraded. Ach so, stimmt, die habe ich zurückgeschickt für das Upgrade. Da war ja was. Und jetzt schicken wir euch am besten. Ja. Geht mal hier hin. Aggressors spotted. Wenn die anbinden, durch das System hier kommen. Sollte vielleicht eine Flotte da sein. Könnte hilfreich sein.
immer noch 700 Tage. Aber ich habe jetzt genug Einfluss, um theoretisch Megakonstrukt Dyson-Sphäre. Wundervoll. Baut es auf. Baut es auf. Nie wieder Energieprobleme in meinem Reich. Ah, nie wieder ist vielleicht übertrieben. Ist ja auch kein super duper Wunder. Ist ja nur eine Sonne. Die Energie von einer Sonne macht ja nichts. Guten Morgen, AB. Construction complete. Construction complete. Rückgang des interdimensionalen Handels. Mir egal, was mit unserer Spiegelwelt los ist. Bum bum bum. Die werden gerade angegriffen, das ist aber egal. Schick mal die Zweitflotte darunter. Und noch so viele Nahrungsmittel, die alle nutzlos sind. Ich kriege eine 2.40 Uhr WhatsApp-Nachricht. Construction complete. Rumpfstärke der Schlachtschiffe verstärkt. Immer noch 500 Tage. Nee, dann mache ich jetzt den Break. Ah, falsche Richtung. Shit. Dass ich überhaupt 2500 kaufen darf, obwohl mein Lager voll ist. So. Ja, machen wir jetzt wirklich den Break. Also das Reich ist nicht viel größer geworden, aber die Grenzen sind jetzt genauer gezogen. Vom Kriegerischen her. Boah, ich bin immer noch das stärkste Reich. Da muss es echt langsam mal ins Bett gehen. Warum wir denn Siegbedingungen nochmal? Situation, Sieg. Ja, meine wirtschaftliche Macht ist halt heftig. Und ich kann auch die anbinden. Erledigen. 78.000 pro Flotte oder sonst irgendwas. Pff, Arschlecken. Aber ich brauche erstmal dieses Mineraliensauger und ich brauche die Dyson-Sphäre auf jeden Fall. Ja, an sich wird der Mineralsauger schon reichen. Das dauert so lange. Da haben wir schon 700 auf der ersten Stufe Mineralien, die da rauskommen. Und die nächste Stufe sind ja schon 1500 Mineralien. Ich glaube, 2500 ist das Maximum. Dann kann ich diesen ganzen Mineralien-Einkauf wegziehen, beziehungsweise wegmachen. Und kann halt unendlich Geld generieren. Energie und schieß mich tot.